Nachdem wir gestern Abend schon ein kleines neues Update erhalten haben, haben die Entwickler weitere Inhalte, unter anderem Haarfarben, geteilt, die es mit dem nächsten Update geben wird. Viel Spaß beim Ansehen! Gestern Abend haben die Entwickler einen weiteren Livestream veranstaltet, in dem ein paar neue Inhalte für das nächste Update vorgestellt wurden. So wird unter anderem der Afro, den es schon seit dem Basisspiel gibt, überarbeitet und etwas detaillierter gestaltet. Auch diese Männerfrisur bekommt einen neuen Anstrich. Wenn ihr gerne asiatisch aussehende Sims erstellt, wird es ebenfalls ein paar neue Augenpresets für diese geben. Aber eine wohl noch viel größere Neuerung, insgesamt 6 neue Haarfarben werden mit dem nächsten Update implementiert, die ihr hier sehen könnt. So gibt es jetzt wohl einen echten Schwarzton, außerdem lassen sich feinere Nuancen der Weiß-, Blond- und Brauntöne auswählen. Weiter wurde ein sehr wichtiges Problem mit dem Spiel angesprochen. Manchmal stehen die Sims herum, machen nichts und die Interaktion wird nicht richtig abgebrochen, wenn man auf diese klickt. Diesen Fehler haben jetzt auch die Entwickler erkannt und wollen an diesem arbeiten. Ich freue mich, dass die Entwickler dieses Problem endlich angehen und hoffe, dass die Entwickler dieses bald in den Griff bekommen. Besonders da ihr euch auch bei mir in den Kommentaren öfters darüber aufregt, völlig zu Recht, wie ich finde. Und als letztes noch eine größere News für alle, die nach Informationen zu neuen Packs hoffen. Die Entwickler haben ebenfalls verraten, dass bald ein neues Gameplay-Pack und ein neues Set fürs Spiel vorgestellt werden. Was genau das Thema hier sein wird, ist derzeit noch unklar. Sobald es hier aber ein paar Neuigkeiten geben sollte, werde ich euch natürlich ebenfalls wieder darüber informieren. Über welche der Ergänzungen freut ihr euch am meisten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Falls ihr noch nicht mein Update-Video zum gestrigen Update gesehen haben solltet, schaut hier links vorbei. Also dann, bis zum nächsten Video.